ein Graffiti legal auf Sylt sprayen unter Anleitung eines Profis? Die Sylter Jugendarbeitsunterstützer und der ISTS haben es möglich gemacht. Unter dem Motto Surfinsel Sylt fand ein Graffiti-Workshop mit Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum und auf der langen Wand am Strand des Sylweg in Westerland statt. Der Insel Sylt Tourismus Service hat diese Fläche zur kreativen, aber geplanten Gestaltung zur Verfügung gestellt. Wir haben gedacht, es ist eigentlich ein geeignetes Projekt, um Jugendlichen mal eine Fläche zu geben, um sich da ein bisschen gezielt, geplant mit einem Künstler, den wir an die Seite geholt haben, auszulassen und mit einem Motto dran zu gehen, eine schöne Bemalung. Freude für alle. Mit einer Menge Spaß wurden sowohl Theorie als auch die Praxis vermittelt. Ein kurzer Überblick über die Entstehung und die Graffiti-Bewegung sowie seine Bedeutung als Jugendkultur waren Bestandteil des Workshops. Kreativität und Respekt spielen eine wichtige Rolle und wurden in dem Kurs vermittelt. Die Kinder sollen einfach nur lernen, Graffiti umzusetzen, richtig umzusetzen. Die Hintergründe, die Geschichte, die Story, die dahinter steht oder stehen, kennenlernen und natürlich umsetzen. So haben wir auch Frieden hier auf Sylt. Dann wird man nicht hier, da und da gespürt. Das Motiv entstand zusammen mit den Teilnehmern des Workshops. Jeder durfte kreativ sein und Ideen in die Wandgestaltung mit einbringen. Die Verwendung von Sylter Motiven war den Kids besonders wichtig. Die Artists at Work setzen das Gelernte direkt an der Wand am Strand des Sylweg um. Hier an der Wand haben sie jetzt erstmal gelernt, wie man mit der Dose umgeht. Also ein Gefühl dafür zu kriegen, wie nah man rangeht oder wie weit man weg sein muss, um gewisse Effekte zu machen. Die Linien habe ich am Ende nochmal gesetzt, um so ein bisschen dann Schliff reinzukriegen. Und am Ende des Tages, jetzt sind alle Bilder fertig. Die Initiatoren haben erkannt, wie wichtig es ist, Kindern und Jugendlichen etwas so Wichtiges wie Teamgeist und Teamarbeit weiterzugeben. Denn nur wenn alle Hand in Hand arbeiten, bringt das Ergebnis Freude. Das wurde im Ästhetikunterricht vorgeschlagen. Und da ich in München auch schon mal Graffiti gesprüht habe, dachte ich mir, dass ich da mitmachen würde. Ich wünsche mir auch, dass es nicht überschmiert wird, weil es doof ist, wenn andere Leute oder Sprayer einfach rüber schmieren, anstatt irgendwie daneben schreiben, irgendwie das war cool und dann was anderes hinschreiben, dass man so ein Battle sozusagen hat oder so. Aber ich finde es schade, wenn man das übermalt, dass es dann so verwischt oder so. Das finde ich doof. Ich habe einiges gelernt, ein paar neue Sprühtechniken und es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, sich mal kreativ an der Wand zu beschäftigen. Das Ergebnis ist großartig. Und am Ende des Workshops fanden sich alle Teilnehmer und Organisatoren zusammen für ein Abschlussbild.